So, wir fangen jetzt gleich an, ohne Unschweife. Ich habe gerade keine Lust zu warten. Hallöchen. Jetzt mach schnell ins Spiel und dann können wir loslegen. Ich will zurück, liebes Spiel, danke. Und dann geht's mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Muss ich ehrlich sagen. Gucken wir uns gleich mal an. Ach ja, wir wollen ja zur Geschützfabrik, also nicht zur Geschützfabrik, wir wollen dahinter hin. Und ich glaube, da wartet schon ein kleiner Zwischenboss auf uns. Aber wir müssen erst die Geschützfabrik machen. Ich glaube, das letzte Mal sind wir dort gescheitert. Wenn ich mich recht erinnere. Den Geschützingenieur. Ja, da sind wir gescheitert, auf jeden Fall. Wen nehme ich da mit? Ach, ich liebe Iwanski. Der kommt mit. Und dann nehmen wir noch ihn mit. Das packen wir dann alles ein. Ist das Iwanski? Ja, der kriegt das. Und eine Granate. Nee, er kann das mitnehmen. Welche Waffe nimmt er? Haben wir schon so einen Plopper? Ja, du kriegst den Plopper. So, die Schrot kriegt natürlich wieder... Wie heißt er denn jetzt? Seabrass. Ich will ihn immer Valentine nennen. Das ist ganz schrecklich mit mir. Habe ich hier sonst noch was? Ah, kann die Panzerfaust... Warte, kann er die Panzerfaust mitnehmen? Oh, er kann die Panzerfaust mitnehmen. Wobei, der Plopper ist auch cool. Nehmen wir den Plopper oder die Panzerfaust mit? Sagt mal an. Oh, danke für den Retweet, Lama. Ach ja, ich soll ja still sitzen. Warte, warte, warte. Ich werde mich anstrengen. Dass ich still sitze. Ah, komm, wir nehmen den Plopper mit. Wobei die Panzerfaust auch geil ist. Wir nehmen mal die Panzerfaust mit. So. Wir starten einfach mal. So, dann gucke ich mir nochmal das Schiff an. Auch wenn man bei einem Auftrag scheitert, die Karte sieht dann jedes Mal wieder anders aus. Sonst wäre das ja zu einfach. Okay, ich glaube, wir gehen erst oben lang. Und dann nach unten. Also, im Prinzip sind die beiden ähnlich. Also der Plopper kann ich an der nächsten Mission zeigen. Der schießt so im Bogen und schießt im Prinzip eine Granate. Die Panzerfaust schießt halt eher direkt. Den treffe ich doch von hier niemals. Gehen wir mal dahin. Iwanski kommt hinterher. Jetzt hätte ich den Plopper gebraucht. Mist. Ja, jetzt hätte ich den Plopper gebraucht. Weil der schießt im Bogen. Aber ich will es ja einfach nur unnötig kompliziert haben. Du gehst mal hier unten lang. Oh nein, da unten ist so ein explosiver Viech. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Ach du Schande. Okay. So, Iwanski gleich hinterher. Dann sind die beiden nämlich inspiriert und machen mehr Schaden. Ah, ich treffe den doch schon wieder nicht. Doch. Gehst mal dahin. Also das Spiel ist mega geil und man muss ja selbst zielen, aber genau das ist auch mein Nachteil. Ich und zielen. Es ist nicht so der Traum.
Wie gehen wir denn besser? Ich glaube, wir gehen erstmal nach unten. Ja, wir gehen erstmal nach unten. Hallöchen! Warte, kann er? Komm, du stellst dich mal dahinter und dann schießt du. Ach, Manu! Da seht ihr es, ich kann nicht zielen. Und wenn, dann nur sehr schlecht. Nee, du bleibst mal dann lieber da stehen. Das Problem ist, man kann sich super auch selbst abschießen. Da bin ich auch Meister drin. Du bewachst einfach mal. Du kannst nichts machen. Ja, ich habe voll die... Ich bin da voll super drin. Mich selbst zu kaputt zu machen. Und immer schön fleißig die Beute einsammeln. Wir wollen ja nur 100% Missionen hier schaffen. Nee, da will ich nicht hin. Ich will da lang. Genau, da möchte ich hin. Hi, Solka. Schön, dass du da bist. Wollte dein PC nicht? Wollte dein PC, dass du lernst? Musst du noch lernen? Hast du nicht bald eine Klausur? So, du machst mal auf. Da ist der Gunnar. Ich glaube, mich knutscht die Schrottpresse. Wie seid ihr an meinen Jungs vorbeigekommen? Ja, wie wohl? Die Produktion darf wegen irgendwelchen Schnüffeln der Cowboys nicht unterbrochen werden. Zum Glück habe ich gerade eine Ladung Geschütze verschickt. Apropos, ich habe hier auch ein Muster. Hier auch Musterexemplare meiner Hand. Schrotzkunst. Schlimmes Wort. Geschütze aktivieren. Und jetzt geht die Scheiße los. Oh, darf ich ja gar nicht so sagen. Jetzt geht der Mist los. Okay. Jetzt wird kacke. Wird es kacke. Also das letzte Mal weiß ich, dass mich die Geschütze erledigt haben. Wobei, ich könnte ja jetzt eigentlich die Granate werfen. Ach, da. Ist er weg? Sehr gut, dann haben wir ihn schon mal erledigt. Ja, ich habe auch vorhin einen Stream geguckt und gelernt nebenbei. Nein, es reicht nicht. Ach, kacke. Dann, warte, da muss ich nochmal kurz gucken, ob ich sowieso schon alles eingesammelt habe. Fehlt nur noch der, ne? Dann kann ja Iwanski schon mal zurücklaufen. Oh, das war einer zu weit. Ah, Mist, da steht sie total ungeschützt. Kommt er da hin? Ne, da kommt er auch nur im blauen Ruf hin. Das ist doof. Okay, wir machen es trotzdem. Ihr kennt mich ja. Also wer mein XCOM-Let's Play kennt, weiß, dass ich sowieso immer auf dumme Sachen stehe. Mach sie trotzdem. Egal, wie dumm sie sind. So, Iwanski, du gehst mal dahin.
Und... ja, das war klar, dass wir jetzt selbst was abbekommen. Nicht noch eins. Jetzt ist aber mal gut hier. Einfach nach oben, nach oben, nach oben. Es könnte jetzt sein, dass das sowieso die ganze Zeit hier so hin und her schwankt. Ich muss mit ihr nach ganz oben schießen. So. Iwanski, du bist noch bewegungsfähig, ne? Dann gehst du mal dahin. Was für eine Klausur schreibst du denn, Solka? Ist es irgendwas Ekliges oder ist das ein Fach, was du gut kannst? Nein, nicht noch eins. Haben wir hier noch irgendwo ein Geschütz gerade? Nee, das, darum kann sich Iwanski kümmern. Dann kann Piper schon mal da hochlaufen. Geht das von hier? Ja. Das Geschütz ist einfach zu geil. Es versucht die ganze Zeit hochzuschießen. Man kann auch mal Glück haben. Wie schafft es denn Valentine, sag ich schon wieder. Seabreath. Wie weit schafft er es denn? So weit. Ich parke ihn lieber da. Ich glaube nicht, dass wir das von hier treffen. Ach doch. Gut getroffen. Ich habe mal gut getroffen, wollte ich mal sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das treffe, aber ich habe es geschafft. Gut, dann brauchen wir jetzt ihn. Ach Mist, man muss doch hier unten lang. Ach, das ist doch kacke. Voll nicht gesehen. Er kommt schon mal. Haben wir hier noch so ein Geschütz irgendwo? Ach, jetzt steht er genau da. Ich glaube, der gute Seabreath kriegt gleich einen Treffer ab. Ach, doch nicht. Das ist gut. Oh nein, er kommt immer noch nicht rein. Wir müssen uns beeilen, weil gleich ist Alarmstufe 2. Das heißt, komm gleich... noch mehr Bots an. Darauf habe ich keine Lust. So, Mission beendet mit 100% Beute. Das gefällt mir. So, Wasser. Was haben wir bekommen? Eine MP. Okay. Ist das die bessere Stufe? Dann freue ich mich. Weil ich liebe dich rot. Ich liebe dich rot hier einfach. Hatten wir nicht auch? Warte, irgendjemand war doch kurz vorm Stufenaufstieg. Ach doch nicht. Dann habe ich mich getäuscht. Und jetzt in der nächsten Mission nehme ich dann mal den Plopper mit. Dann seht ihr den Unterschied. Verdammt, wir konnten ihre Versorgung mit Geschützen nicht vollständig zum Erliegen bringen. Aber um ein paar Schrotter müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Wir sind ganz nah an diesem brutalen Quetscherbot, der Anzaps Kontaktleute solche Angst macht. Dann botzen wir mal seinen Blitz. Okay. Ich wollte mir einmal das Inventar angucken. Weil wir haben ja ein Dings bekommen, eine neue Waffe. Du bist Stufe 2, du bist Stufe 1, ne? Stufe 1 können wir dann eigentlich verkaufen. Du bist die... genau, du bist die Dings, die neue.
Dann kann ich eigentlich die Ötzi kann ich auch verkaufen. Das ist ja ein Scharfschütze. Den behalte ich nochmal. Oh komm, die Panzerfaust sieht auch einfach geil aus. Könnt ihr nicht anders sagen. Oh Gott, Soika, ich habe gar nicht gefragt, wie geht's dir eigentlich? Okay. Es geht jetzt, Schlag den Schläger. Da sich kein anständiger oder unanständiger Cowboy momentan in die Kolonie wagt, muss jemand anders diesen brutalen Quetscher aufhalten. Es geht zum Quetscher. Sammelt euch vor der Brücke, schaltet den Quetscher aus, räumt das Schiff. Okay, du hast gewonnen. Hi Noss, schön, dass du da bist. Ich hatte gerade ein bisschen Lust rumzuballern. Jetzt nehme ich den Plopper mal mit. Ich glaube, ich lasse den Trupp so, weil der ganz gut funktioniert hat. Ich habe gerade Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sally oder den Valentine mitnehme, dass das dann nicht so gut läuft. Seid ihr traurig, wenn ich nochmal die gleiche Gruppe nehme? Sagt mal kurz an. Wenn nicht, dann kriege ich das auch mit einer anderen Gruppe hin. Dir ist das egal, Lama. Ach, ich wollte ja still sitzen. Entschuldigung. Jetzt hast du wieder dein Entschuldigung übrigens. Wobei, die muss gelevelt werden. Wir nehmen mal... Ach nee, er muss ja auch gelevelt werden. Und er muss auch gelevelt werden. Hm, er ist Vorhut und er ist Vorhut. Okay, zwei Vorhut brauchen wir nicht. Wir nehmen mal statt... Warte. Ja, statt Iwanski nehmen wir jetzt mal ihn. Wir nehmen mal die anderen beiden mit. Wenn wir scheitern, machen wir die Mission einfach nochmal. Und sie... Ach, sie kriegt, kann den Plopper gar nicht nehmen. Da muss ich doch Iwanski mitnehmen. Oder ihn. Komm, wir nehmen Iwanski mit. So, er hat das. Du bekommst dann... Einmal das Elixier hier. Ach, das Reparaturöl. Und du bekommst die Seitenwaffe, weil... Ach, nee. Okay, trotzdem. Also, später wird es so sein, wir kriegen ein Scharfschützengewehr. Und das kann nach einer Bewegung nicht geschossen werden. Ist total kacke. Deswegen habe ich auf meinen Scharfschützen immer diese Seitenwaffe drauf. Okay, es ist euch allen egal. Ach, Soika hat wieder seine Lieblingsfunktion gefunden. Ja. Ich höre auf mit dem Entschuldigen. Ich versuche es zumindest. Er kriegt jetzt aber eine andere Mütze. Komm, er kriegt die hier. Die Oshanka. Und er kriegt auch mal was Neues. Was bekommt er? Den Seemannshut. Los geht's. Ich habe hier so ein bisschen Angst, ne? Oh nein, ach, das ging ja gleich mit Countdown los. Was ist das nervig? Okay. Oh Gott, ist das Schiff groß. Hier unten haben wir noch einen großen Teil. Hier oben. Okay, wir gehen erst nach oben. Oh nee. Stehen echt doof. Er steht auch doof. Bei...
Nee, ich brauche mal Iwanski. Ah, der könnte sich da perfekt hinstellen. Jetzt seht ihr es. Also hier hat er so einen Mini-Laser. Der Plopper. Es hat jetzt doppelt Bumm gemacht. Aber das liegt daran, dass das Viech, was wir gerade erledigt haben, die haben noch so extra Explosionen. Sind halt ein explosives Hass, ne? Geht halt in die Luft, wenn man drauf schießt. Ach, der steht hier doof. Komm mal dahin. Wie viel Leben hat der? 4. Okay, dann kann ich normal schießen. So, Jungs, kommt mal hinterher. Hey, Kirby, schön, dass du da bist. Ich war lange nicht mehr bei dir. Das tut mir auch voll leid. Oh nein, ich hab's schon wieder gesagt. Okay. Da darf ich mich aber entschuldigen. So. Ich muss mich hier mal verteidigen. Nee, Zielwasser habe ich nicht. Heute nicht. Wobei, die erste Mission lief eigentlich gar nicht so schlecht. Nein! Scheiße, er kann durchschießen. Und ich soll nicht so viel Scheiße sagen. So, der ist weg. Der hat dann nirgendwo Deckung, das ist doof. Dann stellen wir dich da hin. Ja, darfst du gerne machen, Ross. Nein, es gibt keinen scheiße Counter. Der ist mega hoch. Das habe ich schon nicht hinbekommen, als meine Kleinste noch ganz jung war, da durfte ich ja auch keine Schimpfwörter sagen. Weil kleine Kinder sollen ja nicht gleich von Anfang an irgendwelche Schimpfwörter können. Habe ich auch nicht hinbekommen. Meine Mama war voll sauer auf mich, dass ich immer dieses böse Wort gesagt habe. Hi Free, schön, dass ich dich mal wiedersehe. Wir haben uns vor lang nicht mehr gesehen. So, jetzt kommt das, was ich gar nicht kann. Mit dem Laser schießen. Nee, du musst höher. Nicht so wackeln. So, ich glaube, Lama hat gerade ein neues Lieblingsspielzeug gefunden. Ja, ach, brauchst dich nicht entschuldigen. Warte, ihr dürft mal den No Sorry Command wieder auslösen. Nee. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Ich freue mich über jeden, der da ist. Jetzt muss ich mich hier retten, weil ich böse Sachen sage. Nee, ich freue mich über jeden, der da ist, aber wenn ihr nicht könnt, weil ihr anderes zu tun habt, ist das ja vollkommen in Ordnung. Ich habe ja auch nicht immer Zeit. An den kommen wir hier unten irgendwie noch nicht so ran. Ich stell mich einfach hier hin. Und Piper muss da dringend weg. Wo stelle ich sie denn hin? Da kann er schon wieder durchschießen. Stell sie hinter ihn. Ach, Gott sei Dank hat er nicht getroffen. Warte, ich kann doch hier durchschießen mit ihm. Warte mal. Ich muss mal kurz raustappen, weil ich es gerade sehe. Ah, jetzt hat er die schon gedingstet. Ja, links mag der Nightbot nicht. Kennst du ja schon von Amras. Oh, wo sind wir denn hingeflogen? Da sind wir wieder. Ja. Wann streamst du denn, Noss?
Ach, mit Iwanski wollte ich schießen. Guck, einmal nicht drauf geachtet. Schon bin ich wieder voll raus. Nein! Doch, Gott sei Dank. Hey, Patzi! Was sind so viele Leute gerade da? Das ist ja voll cool. Weißt du noch nicht ganz genau? Okay, wir müssen in die Richtung. Haben wir denn hier alles mitgenommen? Ich glaube, ich fahre ganz schön schnell mit der Kamera rum, oder? Wenn ich zu schnell mit der Kamera rumfahre, müsst ihr das sagen. Ja, kannst ja mal schreiben, was, wenn du streamst. Kann ich das twittern? Wo ist Iwanski? Den brauche ich erstmal. Jetzt steht sie natürlich total doof da. Ich hoffe, wir treffen. Dreh dich mal um. Ah, genau daneben geschossen. Ach, ist das doof. Okay, wir versuchen es jetzt mal mit ihm. Er hat ja einen Laser. Dreh dich um. Gut. Hier geht es noch weiter runter. Ich glaube, wir gehen erst nach unten. Wobei es nicht so schlau ist, das jetzt so zu machen. Oh Gott, der Counter. Den habe ich ja voll vergessen. Ja, du kannst links posten. Ja, danke, Solka. Drei Stück. Okay. Piper kann wahrscheinlich gar nichts mehr ausrichten. Ja. Nee, das ist doof. Die stelle ich mal da unten ab. Oder den da hinten? An den da hinten komme ich nicht ran, ne? Nee. Dann machen wir ihn hier weg. Wobei, Iwanski könnte ihn vielleicht mit dem Plopper erledigen. Nein! Okay, es ist schief gegangen. Oh Mann. Wenn ich einfach nur mein Gehirn hätte. Aua, das tat weh. Oh, das tut noch mehr weh. Iwanski hat Rettung, wollte ich gerade sagen. Heilung. Was ist denn gerade los? Ah, du darfst erstmal. Wobei, du kannst erstmal hier unten den netten erledigen. 8 Schaden! Krass! Okay, Piper, triffst du? Ja, du triffst. So, an alle neuen dazugekommenen, wie geht's euch? Ach, ich wollte ihn heilen. Ich und mein Gehirn. Es wird Story of my life. Ich kann es euch erzählen. Ich habe theoretisch eins. Ich setze es bloß nie ein.
Okay. Jetzt wird's eklig. Iwanski, du heilst dich jetzt als allererstes. Plus zwei, das ist ja nicht so viel. Ja. Mein Klausuren läuft es so. Naja. Nennen wir es mal naja. Jetzt kommt der runtergekrabbelt. Wieso darf er schießen? Ach Mensch, Ach, Kacke. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, ihr habt weggeguckt. Sag mal. Oh nein, jetzt kommt er auch noch von hinten. Wir haben bald Alarmstufe 3 und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ach Mist, warum? Iwanski muss jetzt leider regeln. Ansonsten haben wir jetzt einen Toten. Nein! Ich mach's nicht nochmal. Okay. Jetzt geht's aber hurtig nach oben. Die einzige, die sich gerade noch heilen kann, ist Piper. Oh, ich sollte aber gerade sitzen. Und ich sollte still sitzen. Dann habe ich alles beachtet, was ich schon, wenn es schon mal mit der Sitzzeitung zu tun hat. Haben wir hier überall die Beute eingesammelt? Ja, ist mir egal, wo du hinläufst. Ich will gucken, ob ich die Beute eingesammelt habe. Ey, wir gehen mit total wenig Leben da rein. Ich pack das nicht. Jimbob, ich weiß es nicht. Ein wandelndes Ersatzteilbuffet für die Schrottmühle. Dabei habe ich gerade diesen neuen Arm des Cowboys bekommen. Ich verschrotte euch und Ma erweckt euch mit ihrer super-duper Tekromantie wieder zu leben. Besser als vorher, als Teil unserer Familie, als Schrottersoldat für die Herrschaft über alles Wasser der Welt. Na los, holen wir uns diese mickrigen Bots. Ja, das könnte sogar klappen. Wir werden sehen, wer ist mickrig. Oh Gott, ich kann das gar nicht so vorlesen. Wie viele haben wir? Wir haben 1, 2, 3. Okay. Wenn wir jetzt ordentlich in Deckung stehen und ich nicht so viele Fehlschüsse mache, könnten wir es vielleicht schaffen. Ah, den werde ich nicht... Doch, den werde ich treffen. Können wir hier nicht noch so eine schöne Granate reinballern? Ich wollte die eigentlich eher so... Ja? Okay. Nein! Oh, die Geschütze. Oh Gott. Ich muss ihn dastehen lassen. Komme ich an ihn ran? Nee. Irgendwie nicht, ne?
Okay, ich muss ihn bewegen. Bewegungs... Ah, super. Jetzt haben wir ihn schon mal ein bisschen geschwächt. Ja, wir haben das doofe Geschütz hier. Das muss ich leider jetzt einmal wegmachen. Ach, Mist. Und ich habe es noch nicht mal weggemacht. Oh, es sieht so schlecht aus gerade. Okay, wir können es noch schaffen. Wir können es noch schaffen. Okay. Jetzt kann er sich wieder bewegen, das ist doof. Es wird jetzt eine sehr knappe Kiste, ich sag's euch. Ich muss jetzt treffen. Nein! Ich habe nicht getroffen. Natürlich habe ich nicht getroffen. Ich glaube, wir müssen die Mission nochmal machen. Ja. Ich hab's geahnt. Okay. Wir machen es jetzt gleich nochmal. Aber vorher gibt's eine kleine Pipi-Pose. Nein, das ist das Falsche. Da, bis gleich. Da bin ich wieder. Es geht sofort weiter. Muss einmal noch meinen Controller holen und nur noch die Szene umschalten und dann können wir weitermachen. Und das Spiel wiederholen. So. Ich hoffe, ihr seht das Spiel wieder. Ja, da läuft alles gut. Aber dieses Kabel vom Controller nervt mich gerade ein bisschen. Wir machen es nochmal. Schlag den Schläger. Also Text kennen wir. Wir werden... Wir probieren es nochmal mit dem gleichen Trupp. Ich habe ein bisschen Angst. Also diese Mission habe ich auch mit meinem privaten Spielstand nicht beim ersten Versuch geschafft. Aber erstmal das Schiff angucken. Jetzt geht's nach oben.
Wir gehen. Ja, wir können nur nach unten gehen, wenn wir. Aber wir gehen als erstes mit ihm. Ach Gott. Okay, das ist eine doofe Map. Das ist eine echt doofe Map. Nee! Gott sei Dank kann ich dir keinen Namen geben, das stimmt. Sonst wäre bestimmt Solka oder Nos als erstes gestorben, so wie ich mich kenne. Oh Gott, ist das eine beschissene... Oh Gott, ich habe schon wieder das Wort gesagt. Ich werde mich jetzt bemühen, erstens still zu sitzen, zweitens gerade zu sitzen, drittens nicht mehr das scheiße Wort zu sagen. Soll ja ein anständiger Stream hier werden. Wollt bestimmt nicht so ein kleines, blutendes Mädchen hier haben. Okay. Wir werden mit ihr jetzt einen Schritt zurückgehen. Ist das weg? Nein! Ach Gott, ist das doof gelaufen. Aua! Aua, tut das weh. Das läuft ja jetzt schon wieder total doof. Okay, die Tür des Studien werde ich niemals erreichen. Werde ich den erreichen? Okay, Es könnte sein, dass Piper jetzt auch Schaden bekommt. Nee, Gott sei Dank nicht. Ich soll weiter so rumfluchen? Nein. Um Gottes Willen. Das gehört sich nicht. Wenn meine Mama mich so sehen würde, die würde mich gar nicht wiedererkennen. Ich glaube, er geht gleich als erstes hops. Der gute Valentine. Ganz. Okay. Hier unten war ja keine Beute, oder? Okay, dann machen wir das so. Piper geht schon mal dahin. Wir versuchen den jetzt einfach mal zu erschießen. Oh, wieso hat der getroffen? Ich habe schon voll damit gerechnet, dass das nicht mehr funktioniert. Du stellst dich mal dahin. Du bewachst einfach mal. Zwei Schrotter. Okay. Liegt hier irgendwelche Beute rum? Liegt wahrscheinlich da oben. Wir gehen erst nach oben. Ach, hier unten geht's auch noch. Erst oben oder unten? Erst oben. Ich weiß nicht, ob ich dadurch so mega authentisch werde, wenn ich so mega rumfluche. Nee, da können die nicht durchschießen. Hier hat Iwanski keine Deckung. Ist doof. Aber der hat noch volles Leben. Ach Mist, den habe ich nicht durchgeschossen bekommen. Das ist voll schade.
Eva stellt sie einfach schon mal da oben hin. Und du, Junge, bleibst einfach da. Okay, einen hat sie abbekommen. Nee, wir machen das anders. Gehen hoch und schießen dann in Ruhe auf ihn drauf. Naja, hätte auch besser laufen können. Den kriegen wir da nicht durch, ne? Nee. Bleib du einfach mal da. Ja, Ellie flucht wirklich viel. Mein lieber Schwan, ja, das denke ich mir auch gerade. Nein, 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 nicht ihn tot machen. Jetzt haben wir auch noch unseren Hut verloren. Das geht so gar nicht. So geht das nicht hier, mein Jungchen. Mist, nicht Iwanski ab. Habe ich gerade Iwanski den Hut abgeschossen? Es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Ach Mist, das schaffen wir nicht. Weißt du was, Iwanski? Schlag einfach mit der Hand zu. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Zum Mittwoch. Zum Mittwoch. Okay, wir müssen da runter. Runter, runter. Runter. Dahin. Genau, da möchte ich hin. Es wird eine ganz schön knappe Kiste, denke ich mal. Weil der Valentine hat leider kein Heilmittel. So, du nimmst den Hütchlein noch mit und dann geht's weiter. Okay, Geschütze sind schon mal aktiviert. Okay, den allein sollte ich eigentlich... Naja, ich werde da gerade nicht rankommen. Aber warte doch, der Dings hat doch noch eine Granate hier, der Valentine. Das bringt auch nichts. Da muss er wohl bewachen. Aua. Oh Gott, das war ja so klar. Was ist denn hier gerade los? Sieht nicht so gut aus. Weil ich einfach doof spiele. Aua. Ich glaube, Piper ist jetzt Geschichte. Ja. Ich hätte bei Piper den mächtigen Schuss machen müssen, damit ich
sie... Warte, wie viel Leben haben die? 5, oder? Ich komme gar nicht dahin. Damit sie... den komplett erledigt. Aua. Ist da weh. Achso. Sehe ein bisschen blass aus heute. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Aber ich will ja meine Challenge durchziehen und schminke mich deswegen nicht. Ich habe schon echt lange durchgehalten für meine Verhältnisse. Oh, guck mal, der hat ja voll die coole Cappy auf. Die will ich haben. Ah gut, er schafft es. Okay. Auf geht's. Den Text kennen wir ja schon. Ein, zwei. Okay. Hier, da will ich ihn... Ach nee, das war schon richtig. Ich möchte ihn da haben. Dann gibt's gleich mal die Granate. Auf ihn? Oder kriegen wir die irgendwie... Nein, jetzt habe ich sie leider total doof platziert. Das war jetzt doof. Weg. Schon mal. Aua. Das hat weh. Wobei ich heile jetzt lieber erstmal. Ach ja, die braucht ja keinen Fähigkeitenpunkt. Keinen Aktionspunkt. So, jetzt ist. Ah, doch nicht. Okay, doki. Kriegen wir ihn? So. 5. Hat er noch. Ich würde ungern so stehen bleiben, muss ich ehrlich sagen. Jetzt habe ich mich selbst abgeschossen. Oh Gott, wird das Ding knapp. Er muss hier weg. Er braucht dringend Deckung. Nein. Oh nein, er hat trotzdem getroffen, dieses dumme Aas. Ja, jetzt ist vorbei. Ach doch, noch nicht. Nein! Oh Gott, ich bin so doof. Aber er trifft auch gerade nicht. 5. Okay, wir müssen es jetzt schaffen. Wir müssen diesen doofen erledigen. Gott. So.
Ach, Kirby. Ja. Jetzt glaube ich dir, dass dein Bart richtig toll wächst. Wir brauchen die epische Beute noch. Wo ist sie denn? Da hinten. Es war für mich am Anfang, als ich das angefangen habe, war das total komisch für mich, ungeschminkt aus dem Haus zu gehen. Also ich bin nie zugeklatscht oder so. Aber es war einfach so ungewohnt. Und ich hatte am Anfang echt so ein kleines Problem damit, aber mittlerweile bin ich da eigentlich relativ entspannt. Wobei es, also so jetzt, wenn ich mich jetzt so in der Kamera eben gerade gesehen habe, ich sehe einfach mega fertig aus dadurch. Weil ich halt einfach blass bin und dann meist sehr tiefe Augenringe habe, weil ich nicht so viel schlafe oder nicht so gut schlafe. Deswegen. Also wir haben 100% Beute, aber die Mission lief echt nicht gut. Ich bin gerade nicht so glücklich mit dem Ergebnis hier. Ganz viel Wasser, was haben wir noch bekommen? Oh, wir haben endlich einen Panzer bekommen. Was sagt die epische Beute? Mit Zielfernrohr. Das ist cool. Und wir haben den Meerlader. Der ist auch cool. Der macht auch... Der schießt nämlich zweimal. Voll cool. Und noch ein Panzer. Einen leichten Panzer. Und das sind unsere ganzen Teile. Oh, das können wir denn verkaufen. Wir können eine Granate können wir verkaufen. Zwei Gegenstände müssen wir verkaufen. Habe ich die nicht doppelt? Arspistole und Arspistole, ja. Verkaufen wir eine. Nur zwei Sterne. Ist nicht so gut. Die ganze Erfahrung kriegt nur der gute Valentine. Was hat er jetzt bekommen? Fokus! Wenn sich die Wachen vor dem Schießen nicht bewegen, verursachen sie +1 Bonusschaden. Funktioniert nicht im Nahkampf. Ich würde ja still sitzen. Diese Schrotterchefin muss aufgehalten werden. Sie baut sich eine Armee aus Cowboy-Einzelteilen. Meine Güte, wie ist das überhaupt möglich? Wer auch immer sie ist, sie hat irgendeine Macht in ihren schmutzigen Hexenklauen. Ich würde sagen, dass jede Menge Fachwissen für so... dass es jede Menge Fachwissen für sowas braucht. Man sollte lesen lernen. Wenn man die Einzelteile einfach so zusammenwirft, ist es kein Wunder, dass die Bots alle irre sind. Wir sollten zu Ansap zurückfliegen und schauen, ob sie was über die Tekromantin gehört hat. Das werden wir aber nicht sofort machen. Wir machen jetzt noch eine kleine Mission und dann höre ich auf für heute. Ich wollte nur kurz streamen, weil ich eigentlich ziemlich platt bin, weil ich heute ziemlich lange gelernt habe. Und ich wollte mich jetzt so ein bisschen entspannen und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streame. Und deswegen... Die Weltraumgarde soll hier draußen für Ordnung sorgen. Warum machen die ihre Arbeit nicht? Die hätten mal lieber die Schrotter vertreiben sollen, statt immer uns am Heck zu hängen. Jetzt haben sie ihre Taucher da draußen und vergeuden Zeit mit Bohren. Aber es ist besser, sich jetzt um sie zu kümmern, als später, oder? Der Kleine hier ist so ein bisschen... wie nennt man das? Griesgrämig. Und dauernd am Nörgeln. Ein Glück, dass Iwanski ist in guter Form. Hat nicht mal gemacht, Delle. Naja, du warst tot, Iwanski. Du hast keine Angst um deinen Hals, das ist klar, wie Kloßbrühe. Wenn kann machen Leben besser für alle. Eigene Sicherheit muss werden geopfert manchmal. Er hat nichts zu sagen. Der Opi. Aber Wonky hat noch was zu sagen. Das erklärt die vielen Freiwilligen. Ein Steambot braucht die Freiheit, sich seine eigenen Teile auszusuchen, seine eigene Persönlichkeit zu erschaffen. Ist das nicht süß? Ist das nicht putzig gemacht? Aber neue Wesen aus Teilen alter Cowboys zusammenbauen? Fertige Charaktere durcheinander zu schmeißen, kann nur im Wahnsinn enden. Ich finde das so putzig gemacht. Ich finde das Spiel voll toll. Wenn Lama jetzt nicht mehr da ist, aber ich muss ihm echt jedes Mal danken dafür. Jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, bin ich total glücklich.
Nee, ich will hier runter. Danke. Wir machen den einsamen Rächer. Ach genau, das ist ja eine Einzelmission. Da können wir super Leute mit, wie nennt man das, leveln. Diese winzigen Schiffe sollten ein Job für einen einzelnen Roboter sein. Der Rest der Crew kann die Beine hochlegen oder was auch immer Wonky macht, wenn die anderen auf Raubzug sind. Sammelt Beute, räumt das Schiff. Wir nehmen mal. Wer muss denn gelevelt werden? Ich glaube, die gute Sally muss gelevelt werden. Level 1, Level 1. Level 2, Level 2. Ich glaube, wir nehmen mal die Sally. Die kriegt jetzt die neue... Die MP kriegt sie, glaube ich. Ja, die bekommt sie. Was anderes kann sie ja gar nicht nehmen, ne? Ja. Also doch, sie kann auch die Shorty nehmen, aber... Kriegt sie den? Nee, wir nehmen den anderen. Den nehmen wir. Dann kriegt sie noch eine Granate. Haben wir noch eine? Eine haben wir noch. So. Und dann starten wir. In die letzte Mission für heute. Einsamer Rächer erinnert mich an irgendeinen Edgar Wallace-Titel. Also es hätte auch ein Edgar Wallace-Titel werden können. Nennen wir es mal so. Ich kenne nur den Rächer von Edgar Wallace. Da war ich auch vor ein paar Monaten in einem Theater. Hab mir das angeguckt. Und diese Gruppe ist so genial. Also wenn ihr mal in Hamburg seid und richtig Bock auf so ein richtig cooles Theater habt, Krimi-Theater, dann müsst ihr mir schreiben. Dann kann ich euch eins sagen. Wir gehen erst nach rechts. Ja, dir auch einen schönen Abend, denn viel Durchhaltevermögen für morgen. Und bis zum nächsten Mal, Kirby. Ach ja, sie hat ja Schlachtschuss. Ach, die Fähigkeit ist gar nicht so schlecht. Ach Gott, jetzt habe ich voll die falschen Knöpfe gedrückt. Aber ist nicht so schlimm. Dann gehen wir erst nach rechts, würde ich sagen. Oder nach links. Ist beides nicht so groß. Ist nicht getroffen. Der kommt jetzt angerannt und haut uns, ne? Ja, war ja klar. Du geh mal dahin. Und schieß jetzt nochmal. Schlachtschuss brauchen wir nicht. Nee, das Schiff will ich noch nicht räumen. Ich will hier noch ein bisschen... Nein, ich will noch nicht gehen. Ich will noch drüben hin. Da will ich noch hin. Oh, mein Chat ist ausgegangen. Okay, zwei Gegner. Das ist nicht ganz so schön. Besonders nicht, wenn man keine Deckung hat. Ah, ich habe ja Schlachtschuss. Ich vergesse es immer wieder. Oh Mist! Nein, er wird uns treffen. Nein! Okay, wir machen es nochmal. Das war jetzt eigene Dummheit von mir. Genau so. Man sollte die richtige Taste drücken. Ja, das war auch voll gemein. Also, das war einfach nur dumm von mir. Das war einfach nur dumm von mir. Und das kann man das nicht nennen. So. Ich will mich hier eigentlich nicht hinstellen.
Diesmal schaffen wir das. Sag's euch. Diesmal bin ich vielleicht wieder so dumm, aber diesmal schaffen wir es. Er ist weg. Sehr gut. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nicht, ne? Ich sollte mal aufhören, in diesem doofen Slang zu sprechen. Du vergisst dich erstmal da hinten. Nee, da ist sie nicht weit genug weg. Ich stelle sie mal hier in die Ecke. Kann ich reinschießen? Ja. Brauchen wir gar nicht. Wir müssen jetzt nur noch die Beute einsammeln. Da. Nein. Ich will das noch mitnehmen. Jetzt können wir gehen. Wir können doch nicht die epische Beute einfach da liegen lassen. Das geht doch nicht. Also, wir haben Wasser. Wasser. Und was haben wir als epische bekommen? Ein Biggie. Ah, das ist schon Stufe 3. Warte, dann können wir... Was sortieren wir denn aus? Ja. Ich glaube, die Pistole... Die verkaufe ich mal. Jetzt hat sie auch schon Level 2. Und sie hat jetzt plus 1 Gesundheit. Was schon mal nicht schlecht ist. Fahren wir noch schnell in die Bar? Nee, das machen wir nächstes Mal. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, dass ihr so fleißig mitgeschrieben habt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend natürlich. Und eine schöne Restwoche. Also, bis dann. Ciao, ciao.